Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Die Blaskapelle Schaumarer Musikanten ist 1996 mit 10 Personen im Rahmen der Hunyadi Mátyás Grund- und Musikschule zustande gekommen, um die Schaumarer ungarndeutschen Blasmusiktraditionen zu pflegen und zu bewahren. Die Kapelle hatte während kurzer Zeit 3 Dirigenten, Tibor Ballo, Ferenc Ullmann und István Geiger. Aber die Kapellmitglieder sind Ende 1998 ohne Leiter geblieben. Im November 1998 hatten dann die Schaumarer Musikanten ihre erste Probe unter ihrem neuen Dirigenten Balint Buzás. Die Musiker, die später die Basis der Kapelle bildeten, haben dann später ihre Musikantenfreunde mitgebracht. Zuerst kamen die Ortsbewohner, also die Schaumarer, später dann Mitglieder aus Budapest, Pilisch-Borosjenő, Pilisch-Csév, St. Iván, Pilisch-Csaba, Verisvár, Tök und Piatorbágy, um gemeinsam in der Formation Schaumarer Musikanten mit 29 Mitgliedern zu spielen. Von den Schaumarer Musikanten hören Sie jetzt die Therese Polka, bearbeitet von Balint Buzás.